Hallo Leute und herzlich willkommen zu House Flipper. Und oh Gott, Alter, wir haben hier. Oh nee. Muss ich das jetzt wegmachen? Oh, nur scheiß Maulwürfe. Wir gehen hier in mein Haus. Hab mir das Teil gekauft. Ich habe jetzt auch nur noch 12. Nope. Ey, habe jetzt auch nur noch 12.000 auf dem Konto. Das ist übrigens mein Aufnahmezimmer. Ist ja auch fast zu luxuriös. Hier sind die Axolotl eigentlich. Die sind gerade versteckt. Küche. Also halt Wohnzimmer. Und hier, keine Ahnung, hier ist irgendwie so für eine LAN-Party schon alles halt vorbereitet so. Wir haben jetzt aber allerdings keine Zeit für eine... Oh Gott, warte, Hilfe. Wir brauchen Geld für eine LAN-Party. Hab keine Ahnung, wie ich darauf... Egal. Ja. Hier, Hanne Dänerlein. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovierung habe. Das machen wir doch gerne. Wir lesen das gar nicht durch und... Wir gehen dieser Dame wahrscheinlich einfach mal helfen und räumen oder keine Ahnung, was wir eigentlich genau machen. Aber wir räumen auf jeden Fall ihr Haus so ein bisschen auf. Das ist das Ziel. Wir, oh Gott, Alter. Oh, das sieht ja aus wie bei Red, Mann. Das soll bis auf. Ich hasse OP, soll ich fahren? Fast Knie am Arsch, was? Als erstes müssen wir natürlich hier reinigen. Ich merke gerade, ich habe ein bisschen kacke Mob. Kann ich nicht meinen krasseren Mob noch kaufen? Nee, ich habe ja schon den Ultra, nee. Doch, Ultra Hyper Mob 2018 habe ich ja schon. Reinige die Verschmutzung. Hä, was ist denn hier noch verschmutzt? Wir brauchen jetzt Wände, Farben. Wir brauchen jetzt irgendein Orange. Gibt auch so, hier, sonniges Orange. Ist zwar nach mir, wir nehmen mal groß. Ist zwar für mich fast mehr wie Gelb, aber okay. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, in House Flipper 1 Million Spielgeld zu erspielen. Ihr seht ja, ich habe ja, ich habe Dings da, ich habe Franken eingestellt, das wollte ich sagen. Ja, also 1 Million ist halt schon ziemlich viel, Alter. Oh nein. Oh, wieso, Leute? Oh ja, alle einsaugen. Imagine, die Fenster sind halt so dreckig, dass man nicht mal mehr richtig raussieht. Gott. So. Okay, wir machen jetzt hier einfach ganz simpel Farbe Weiß. So Leute, finally. Alter, das ging kurz ein Weilchen. Naja, jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen mal was anderes machen. Und zwar gehen wir hierfür auf... Ach, wir haben es einfach hier in den Dings kürzlich angeschaut. Ich mag das jetzt nicht extra so machen. Wir montieren eine Heizung. Das ist wichtig, denn damit hat man immer warm. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Montiert, Küche ist auch fertig. So, wir müssen jetzt hier auch noch mal ganz kurz eine Heizung installieren. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen Übung, deswegen machen wir es gleich noch mal. So, eine Heizung weniger. Wir machen jetzt Kaffee mit Milch. Also, wir machen das mit der Farbe Kaffee mit Milch. Finally. Dann. Oh Gott, müssen wir hier viel machen. Wir gehen erstmal weiter. Ja, okay, hier ist ein bisschen besser. Okay, erstmal reinigen natürlich. Hier auch schön den Stuhl natürlich säubern. Hier die Ablage von den Fenstern und... Ja, keine Ahnung, die Lampe und die Decke und ich glaube, wir sind durch. Oh, und ich sehe gerade, wir müssen hier Glühbirnen montieren. Die sind scheinbar kaputt, keine Ahnung. Ja, können Sie... Sie müssen kurz ein bisschen zur Seite, danke. Was soll ich jetzt sagen? Ah ja, genau, ich glaube, die Million habe ich dann vor allem gemacht gehabt mit diversen Häusern, die ich gekauft habe, so ein bisschen aufgepeppt und dann halt wieder verkauft. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich glaube nicht, dass wir im Moment Großhäuser kaufen können, weil wir haben gerade mal 11.000, ja okay, fast 12.000. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass das reicht, um irgendwie ein Haus zu kaufen, das dann zu renovieren und es zu verkaufen wieder. So Leute, ich bin jetzt fertig. Es hat ein bisschen gedauert, aber naja. Kontostand ist jetzt dafür auf 31.000. Also ich habe 20.000 dafür bekommen. Das ist eher viel. Wir gehen jetzt hier auf den Browser und im Besitz. Leute, ich habe 2 Häuser im Besitz. Ich gehe da mal hin. Vielleicht habe ich das schon angefangen. Irgendwann mal.
Und dann können wir es jetzt noch fertigstellen und dann verkaufen und dann mal gucken, wie viel Geld das wir machen. Erstmal müssen wir hier ein bisschen putzen. So, okay, dieser Raum müssen wir noch neu streichen und... Ja, Digga, den Teppich kannst du halt auch schmeißen. Einrichtung kann man eigentlich lassen. Streichen müssen wir aber. Hier hinten müsste man eigentlich auch mal noch streichen. Hier ist noch so ein kleines Badezimmer. Ne, das ist Mode tatsächlich. Oh Gott, hier oben. Ah, hier oben stehen ja auch noch Farbtöpfe. Okay. Ja, dieses Zimmer hier. Vielleicht auch einen anderen Boden. Hier der Lagerraum. Gut, den finde ich jetzt nicht so wichtig, dass der unbedingt so schön aussieht. Viel wichtiger sind diese Räume. Und dieses Kinderzimmer hier ist zum Beispiel schon gut. Das Badezimmer hier. Oder hat da noch Anschlüsse? Okay. Ja, okay, vielleicht auch neue Fliesen, ne? Wir sind hier noch am Streichen verblieben, scheinbar. Das heißt, wir machen hier einfach mal weiter. Mal gucken, ob wir den Wert noch groß steigern können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich dieses Haus mal fertig und dann gucken wir mal, wie viel, dass wir für dieses Haus irgendwie verlangen können. Zweiter Tag. Hallo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Tag. Für mich ist das ein zweiter Tag. Ich habe nämlich gestern noch am Abend spät wirklich das Haus einfach noch fertig gemacht hier. War halt aber nicht so spannend und ich bin halt halb eingepennt. Habe ich gedacht, alles, was ich jetzt so mache, so, Leute, ich zeige jetzt kurz das Haus und wir verkaufen das jetzt und das hat so und so viel gekostet und wir sind jetzt reich. Das war's mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das machen wir nicht. Und so habe ich mir gedacht, yo, ich mache das Haus jetzt einfach fertig. Wir sehen, mein Kontostand ist auch ein bisschen runtergegangen. Und ich zeige euch jetzt einfach das Haus, wie es jetzt fertig aussieht. Ich weiß nicht, was ihr alles gesehen habt. Hier ist die Küche jetzt so honiggelb, glaube ich, heißt es. Hab die Fenster geputzt, die Boden habe ich jetzt mal so gelassen. Einfach keinen Bock mehr gehabt. Können wir eigentlich auch noch machen. Dann hier das Badezimmer, da habe ich noch neue Bodenfliesen eben reingemacht. Hier habe ich die Wände auch noch gestrichen. Es ist ein bisschen zu Greenscreen-mäßig geworden. Ich hätte etwas anderes, nicht so ein bisschen dezenteres Grün eigentlich nehmen wollen, aber naja, es ist jetzt halt so. Dann hier hinten den Raum habe ich auch noch mal gestrichen, im eigentlich genau gleichen Grün. Den Raum habe ich... Oh. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Den Raum habe ich sonst eigentlich genauso gelassen. Die Garage hat sich auch nicht viel getan. Ich habe eben herausgefunden, wieso das da zum Teil noch Schmutz war und ich den einfach nicht putzen konnte. Das lag daran, dass... ach, hier ist ja auch die Garage, lol. Das lag einfach daran, dass an der Fassade von draußen einfach dreckig war. Da musste ich so ein Gerüst kaufen, hochsteigen und dann das alles so abspritzen. Und dann hat es auch geklappt. Ihr seht jetzt hier, das ist die Abstellkammer. Da habe ich eigentlich gesagt, mache ich... Oh. Keine halben Sachen, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich das nicht streichen werde und dass es so bleibt, weil es Abstellkammer. Allerdings hatte ich da noch viel Farbe übrig und dann habe ich das auch noch gestrichen. Mehr schlecht als recht, aber naja. Naja, wie gesagt, hier das Ganze habe ich auch fertig gestrichen. Ich weiß gar nicht, ob das sogar schon fertig war. Das Zimmer hier habe ich neuer Laminat reingemacht, neuer Boden. Hier auch alles gestrichen, wunderschön. Habe das Bett noch ein bisschen neu angeordnet, weil das war ein bisschen Chaos so. Das Kinderzimmer habe ich eigentlich so gelassen, habe ich nichts gemacht. Und dann hier noch das Badezimmer. Und, oh, Alter, das ist... Oh, hier könnte man noch einen Spiegel hinknallen. Egal. Hier auf jeden Fall schön das Badezimmer. Auch mit der krassen Badewanne, einer luxuriösen Toilette tatsächlich. Schade, ist hier kein Fenster eigentlich. Aber, naja, wir haben hier ein geiles Badezimmer. Und jetzt, Leute, wir können jetzt da oben, ihr seht, Haus verkaufen. Dort ist so eine Taste. Wir gehen mal raus, damit wir das von draußen sehen. Und ich drücke jetzt mal, also Enter. Und zwar versteigen wir das Haus. Ihr seht jetzt hier, die bieten alle so ein bisschen. Und am Schluss ist dann einfach die höchstbietende Familie, die die am meisten bietet. Leute, Familie Jürgens ist darunter. Die Familie Schelling mit 209.000 Gewinn. So, wir machen genau 31.000 Gewinn. Warte mal, was? Angebot annehmen. Wir machen 31.000 plus. Hä, wieso? Das stimmt ja gar nicht. Wie wenn ich... Hä, jetzt ist mein Kontostand auf 240.000. Hä? Und das ist doch geil, ich mache 31.000 plus. Naja, im Besitz haben wir nur noch unser Haus, aber das behalten wir eigentlich auch. 240.000. Sagen wir mal, für 200.000 können wir uns etwas kaufen. Zum Beispiel, oh, das wäre geil. Das ist ja eine richtige Baustelle noch. Das kaufen wir. 2 Etagen, 5 Räume. Okay. Dann. Ey, das sieht aus wie eine Baustelle. Das kaufen wir jetzt. Dann ist das unsere Baustelle, Leute. Oh mein Gott. Das ist wirklich wie eine Baustelle. Da können wir ganz eigenes Haus bauen. Noch Wände einbauen, Küche einbauen, alles lackieren. Draußen die Wände machen mit Gerüsten und so. Ey, das wird ja richtig geil. Alter, hier ist auch noch wirklich Baustelle, Mann. Alter, das wird geil.
das wird geil. Jetzt habe ich gerade richtig Bock. Ich glaube, ich nehme direkt noch eine zweite Folge auf. Eigentlich wollte ich mit Red aufnehmen, aber ich habe ihm gesagt, ich habe heute wahrscheinlich keine Zeit. Jetzt nehme ich das hier auf. Ey, das wird geil. Ich glaube, das wird richtig geil. Leute, wenn ihr das sehen wollt, wie wir dieses Haus hier renovieren, auf unserer eigenen kleinen Baustelle, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Wusstest du denn auch nicht?